Hallo. Verfälschung des Evangeliums. Das ist ein Thema, was damals schon zur Zeit der Apostel aktuell war und eine Gefahr darstellte. Und heute ist es auch nicht anders, dass man ein anderes, verkehrtes, verdrehtes Evangelium predigt und sich eben nicht an das hält, was die Bibel lehrt, sondern irgendwas weglässt oder was dazu nimmt, manches in Frage stellt, manches aushöhlt und so weiter. Und das Evangelium ist und bleibt eine göttliche Botschaft und keine menschliche. Es ist nicht eine Erfindung von übereifrigen Christen, die dann irgendetwas sich ausgedacht haben, sondern es ist eine Botschaft von Gott persönlich. Und der Apostel Paulus hat das sehr wohl erkannt. Und er war ein Pharisäer, und zwar ein oberster Pharisäer, der auch das Alte Testament sehr intensiv studiert hat. Und dem Jesus Christus persönlich begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus und der ihn quasi auch überführt hat, dass er nämlich dann die Richtung gewechselt hat, dass er von einem Gegner des Christentums und des Evangeliums zu einem Streiter und Kämpfer für die Wahrheit, für das biblische Evangelium, dass er das geworden ist und dass er darin dann auch seine Lebensaufgabe gefunden hat. Und viele Briefe, die wir heute in der Bibel lesen, die sind von diesem Apostel Paulus. Und seine Arbeit und sein Engagement und seine Begegnung mit Jesus hat ihn so arg und so intensiv verändert und so begabt auch und in die richtige Richtung geführt, dass er mit Herz und Leib und Seele Jesus Christus angehörte und es alles andere, was er früher gewusst hat, und er hat sehr viel gewusst, dass er das alles als Dreck bezeichnet hat im Vergleich zu der Offenbarung Jesu Christi im Evangelium. Und er hat nicht einfach Jesus Christus als eine Person verkündigt, als jemand, der Gutes getan hat, der Wunder getan hat, sondern er hat Jesus Christus, den Gekreuzigten, verkündigt. Darum ging es. Und wer heute ein Evangelium predigt, was eben nicht im Mittelpunkt hat, dass es um Jesus Christus, den gekreuzigten Heiland, den Sohn Gottes geht, der sein Leben gegeben hat zur Erlösung für viele, die daran glauben, wer das nicht im Mittelpunkt hat, der lehrt letztlich ein falsches Evangelium. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Das wurde schon vorgeschattet im Alten Testament und die ganzen Opferungen auch, die es im Alten Testament gab. Die haben die Sünden nicht weggenommen. Die haben für eine gewisse Zeit die Sünden zugedeckt. Aber sie haben sie nie wegnehmen können. Das, was den Menschen von Gott trennt, ist seine Sünde. Und Jesus Christus ist das Lamm Gottes geworden. Und sein Opfer gilt für alle Zeiten. Das muss nie mehr wiederholt werden. Und darum ist es auch wichtig, an den Gekreuzigten zu glauben, an seinen Namen. Und es ist kein Name gegeben unter dem Himmel, unter dem wir selig werden sollen und müssen. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und das ist der Inhalt und der Grund und Boden des Evangeliums, so wie es die Apostel auch in der Bibel verkündigt haben. Und Paulus hat auch schon damals im Brief an die Galater geschrieben, dass es viele gibt, die dieses Evangelium, diese klare Botschaft, diesen geraden Weg in eine mysteriöse und verfälschte Botschaft verwandeln wollen und ein anderes, ein verkehrtes Evangelium predigen, um die Leute zu verwirren. Und wer dahinter steckt, kann man sich wohl denken, der Teufel. Ich lese das mal vor. Galater, Kapitel 1, Vers 6 bis 7, da schreibt der Apostel: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Also verkehren heißt quasi in die andere Richtung führen. Dass sie eben meinen oder sagen, das ist zwar alles richtig, was da steht, aber, und dann kommt das Kleingedruckte, man muss noch dieses und jenes tun, um letztlich Gott zufriedenzustellen. Man muss sich noch beschneiden lassen, wie das manche auch verkündigt haben, oder man muss Mitglied in einer bestimmten Kirche sein, wie das ja heutzutage auch noch proklamiert wird, dass eben eine Kirche meint, sie wäre die allein seligmachende Kirche.
Oder dass manche auch meinen, sie müssten sich irgendwie die Hand auflegen lassen, um wirklich bei Gott zu sein und so weiter und so fort. Es werden viele Bedingungen gestellt, es werden noch Dinge drangehängt oder manchmal auch weggelassen, um letztlich dann ein anderes, ein verkehrtes Evangelium zu predigen. Und das geschieht manchmal in voller Absicht, manchmal vielleicht sogar in einem gewissen Übereifer, dass man einfach nicht sieht, was tatsächlich am Kreuz von Golgatha geschehen ist und man das irgendwie nicht glauben kann oder will, dass das genügt. Aber es ist so. Jesus Christus hat den vollen Preis bezahlt. Er hat die einmalige und absolute Gerechtigkeit geschaffen für die Glaubenden am Kreuz von Golgatha. Und wer in dieser Weise auch von neuem geboren ist, durch den Heiligen Geist auch dahin geführt wurde, daran zu glauben und das von Herzen auch anzunehmen, seiner Seele und wirklich Frieden mit Gott zu haben. Frieden, den die Welt nicht kennt. Der ist ein Kind Gottes und der bleibt es auch. Und der hat allein in Jesus Christus die Antwort für seine Lebensfragen, für seine Sünden, für seine Zukunft und für sein Leben jetzt hier auf der Erde. Da ist nichts dazwischen. Da gehört nichts dazu. Wir brauchen allein Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und daran sollen wir festhalten, daran dürfen wir festhalten und uns nicht irgendwas noch dazu dichten zu lassen oder uns unter Druck setzen lassen oder in eine Werkgerechtigkeit abdriften. Das alles ist vergänglich und es liegt hinter uns. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Jesus Christus. Und er hat uns zugesagt, dass er uns nicht verlassen und nicht versäumen will. Und dass Gott uns mit Jesus Christus alles geschenkt hat, was wir jemals brauchen werden im Himmel. Und auch auf Erden. Gott segne.